Elektroautos sind erstens schön öko, aber zweitens leider teuer. Und gebraucht? Welche sind die günstigsten Elektroautos auf dem Gebrauchtwagenmarkt? Worauf muss man beim Kauf achten? Den ersten Kandidaten gibt's gebraucht schon ab 10.000 Euro. Ein Renault Zoe. Der steht bei einem Händler in der Nähe von München. Hier beginnt Deetz Elektrocheck. Muss Elektro immer so teuer sein, ne? Dieser hier, ne? Das moderne Hot Rod, Twizy. Bin ich selbst mal gefahren auf der Autobahn, habe ich fast 100 geschafft, ne? Und kostet nur 6. Aber, moin. Servus, Deetz. Was ist das günstigste, was du hier präsentieren kannst? Also nach dem Twizy wäre es der Renault Zoe. Der Franzose ist das meistverkaufte Elektroauto in Europa. Er ist seit 2014 auf dem Markt, seit 2017 in der zweiten Generation. Neupreis ab 22.100 Euro. Mit 88 PS schafft er 135 km/h. In Sachen Platzangebot kann der Viersitzer mit jedem Kleinwagen mithalten. Was ist das denn? Hat der Luftfilter oder was? Ja, nicht für den Motor zumindest. Ja, was ist das denn jetzt hier? Jetzt komme ich hier ganz. Also jetzt halte ich mal eben fest. Das sieht aus wie ein Luftfilterkasten, das darf es aber nochmal nicht sein. Wieso kleckert hier was raus? Was ist da los? Der wurde wahrscheinlich frisch gewaschen. Alles klar. Dann sehe ich hier noch einen E-Lüfter, dann sehe ich hier einen Kühler. Was sehe ich hier noch? Hallo, hallo! Viel mehr gibt es bei Elektroautos nicht zu sehen. Verschleißteile wie Zündkerzen oder Zahnriemen gibt es nicht. Sag mal, wie lange hält denn jetzt so ein Akku? Dass man damit lebt und fällt und stirbt ja der ganze Wagen. Ja, also es gibt natürlich keinen festgelegten Wert, den er halten muss. Aber man sagt 8 Jahre oder 200.000 Kilometer zu. Ja. Natürlich kommt es darauf an, wie stark man ihn belädt oder entlädt und wie oft das vorkommt. Höchste aktuelle Laufleistung, bekannte Laufleistung von dem? Weit über 120.000 Kilometer. Ja, das ist aber noch nichts. Ne? Ich meine, davon gehe ich ja ganz stark aus. Ich meine, ich vergleiche das ja immer noch mit dem Verbrenner. Ja. Ganz klar. Innovationen sind das eine, Feeling, Sound, Erlebnis, ja, das andere. Ne? Nur, wenn mich, sag mal, diese Innovation mehr Geld kostet, ne, dann sehe ich das nicht ein. Also die Batterie sollte eigentlich nie ein Problem sein, weil die Batterie ja gemietet wird. Und was heißt das gemietet? Das heißt, man muss jeden Monat eine gewisse Gebühr für die Batterie bezahlen. Das ist gar nicht meine Batterie. Ich kaufe ein Auto, mir gehört das gar nicht komplett. Genau, also die Batterie gehört nach wie vor der Renault Bank oder Renault selber. Echt? Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ja Wahnsinn. Birgt aber viele Vorteile. Nämlich, fällt die Kapazität unter 75%, werden die Akkus kostenlos getauscht. Dafür berechnet Renault 59 Euro monatlich. Die Akkus sind am Unterboden verbaut. Elektroautos nutzen die beim Bremsen entstehende Energie, um die Akkus zu laden. Schick ist er ja von innen. Elegant, ja, ne? Sag mal, dieser Zoe, ne? Ist der mehr für die Damen? Der Name zumindest klingt ja weiblich, aber übermäßig Männer, die ihn kaufen. Männer? Ja, zumindest die ihn kaufen. Wer ihn dann wirklich fährt, ist ja immer ungewiss. Männer, die ihn kaufen und dann kriegt er eine Schleife und steht unter dem Weihnachtsbaum oder ich sag mal so, Täubchen, du läufst voll auf meiner Schiene. Genau. Du brauchst das für die Dose. Hier, langes Kabel hast du, ab jetzt mit Zoe unterwegs. Der Zoe ist ein Kurzstreckenfahrzeug, wie viele Elektroautos. Mit vollem Akku liegt die Reichweite laut Hersteller bei 240 Kilometern. Theoretisch. Und der kommt hier rein. So, erklär mir bitte eins. Ne? Gut, er fängt schon an zu blinken, ja, obwohl du noch nichts eingespeist hast. Der wartet jetzt. Muss ich dafür einen extra Anschluss in meiner Bude haben? Nein. Oder wo muss ich hin? Also viele stellen sich da deutlich stärkere Ladungen vor, wie es eigentlich tatsächlich ist. Eine 16 Ampere Steckdose, die hat man in der Regel immer im Haus. Und das ist nichts anderes wie ein Herdanschluss. Und soll ich verhungern oder was? Nein, du kannst ja weiterhin deine Brötchen backen. Aber man kann ja in der Garage noch mal eine zweite 16 Ampere Steckdose verlegen. Na ja, gut, ansonsten haben wir noch die Müdigkeit. Wenn du liegen bleibst, stehst am Straßenrand, dann machst du den hier. Hilfe, Hilfe. Das allerdings ist kostenfrei dabei, aufgrund der Batterie. Saft weg. Ja, wenn der Saft weg ist, dann wirst du kostenfrei abgeschleppt. Und dann heißt es, laden bitte. Laut Hersteller dauert es an einer Schnellladestation rund 2 Stunden. An einer herkömmlichen Haushaltssteckdose bis zu 9 Stunden. Achtung! Wir müssen ganz leise sein. Hört ihr ihn? Spürt ihr ihn? So hört er sich an. Kommt aber direkt, finde ich gut. Nur wie sieht's aus? Rappelkiste, Fahrgeräusche. Achtung!
Ja, wo ist hier die Dämmung, ne? Was wir unter der Haube gemerkt haben, fehlt natürlich auch in Sachen Innenraum. Viel Hartplastik ist klar, es geht aber auch um Gewicht. Er ist nicht der leichteste, 1500 Kilo. Ja, man muss ein paar Abstriche machen. Das ist einfach so. Komfortabel sind Werkstattbesuche, denn die sind mangels Verschleißteilen eher selten. Einmal im Jahr zum Service, das war's. Features, die wollen wir jetzt mal alle aktivieren. Und dann gucken wir mal, zack, ob wir vom 90 Kilometer gleich mal die Reichweite verkürzen, verringern. So, AC an, Klima, bam, volles an, das bleibt ja noch auf 90, Licht an, bumm, voll den Heiligenschein. Was brauche ich noch? Wir machen jetzt alle mit. Jungs, macht mal mit, alle Fenster rauf und runter, oder habt ihr da Kurbeln? Ja, Kurbel brauchst du nicht machen. Alle Eva-Brauer meine ich natürlich, ne? Da ist der Kollege hier was am Drehen dran. Ja, das spart natürlich Energie. Also, je weniger Features du hast, desto länger hält er durch, desto höher ist die Reichweite. Merke, je kälter die Klimaanlage, desto geringer die Reichweite. Soweit macht der Franzose aber keine Probleme. Ja, also vom Kurs her hört sich das doch gar nicht schlecht an. Das Ding ist gut 3 Jahre alt, hat 15.000 auf der Uhr. Das ist doch nicht viel und liegt bei, ja, 10 Mille rum. Ne? Und von der Optik her, sag ich mal so, harmlos weiß, in so ein bisschen, ja, Future, ein bisschen innovativ, ist auch klar. Da kannst du eigentlich nicht meckern. Es gibt ja auch nichts Vergleichbares. Es ist ja nicht irgendwie so ein Modell, wo sonst auch mal ein Benziner drin hängt, wo mal ein Diesel drin hängt. Nein, nein, nein. Der Renault Zoe ist eigenständig Elektro. Anders beim nächsten gebrauchten Elektroauto, dem Kia Soul EV. Den gibt's nämlich auch als Verbrenner. Det hat einen Termin mit Händler Ernert. Jawohl, wen haben wir da? Ernert. Genau. Hi. Da vorne steht was Asiatisches, ne? Richtig. Dieses Exemplar ist die Elektrovariante des Kia Soul und seit 2014 auf dem Markt. Mit 110 PS schafft er sogar 145 km/h. Neu gibt's ihn ab 28.890 Euro. Der Akku ist mitgekauft, statt wie beim Renault gemietet. Nach 3 Jahren findet man empfehlenswerte Gebrauchte ab 20.000 Euro im Netz. Jetzt schieß mal los. Kia, klar. Ne? Jetzt haben wir hier Soul. Ne? Kia Soul, elektrisch, gibt's auch als thermisch. Aber 21.000 spricht er dir hier aus der Seele. Wahnsinn. Naja, sie kosten neu über 30, muss man dazu sagen. Toll ausgestattet mit Navigation, mit Leder, mit Sitzkühlung, mit Lenkradheizung und so weiter. Ja. Voll LED und. Also wir haben einen ausgewachsenen, einen Schlitten, wo wie viele Leute? 4? 5 sogar. 5 Leute passen rein. Plus Hund und Katze. So. Das hier ist also dein Waschmaschinenmotor. Genau, nur dass er ungefähr 10-mal so viel Power hat und ordentlich durchdreht, wenn du es haben willst. Hochspannung im doppelten Sinne. Det erkundet die Elektrowelt. Was ist das hier? Kenne ich noch nicht. Ist das hier so eine Schnellentriegelung oder was, die Dinger? Du kannst da mal ziehen, guck mal, wie lang du so ausschaust, wie du jetzt ausschaust. Darf ich oder darf ich nicht? Nee, lass mal lieber. Darf ich nicht? Nee, zu viel Power. Selber Hand anlegen beim E-Motor, keine gute Idee. Hier sollten nur Experten ran. Ist ja schwerer als ein Verbrenner. In etwa vergleichbar. Den Motor alleine und die Batterie darfst du ja nicht nur als Gewicht sehen, sondern musst ja auch Ausstattung und dergleichen nehmen. Also Modelle, die besser ausgestattet sind, wiegen ja etwas mehr wie nackerte Modelle. Ja. Rund 1500 Kilo. 1500 Kilo, ja. Okay. Also der Benziner ist aber eigentlich ein bisschen günstiger, ich sag mal, leichter. Hier, das denn hier auf? Musst du bitte, bitte sagen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mach doch mal die Dose auf. Die Ladeklappe lässt sich nur vom Innenraum aus öffnen. Hier, Sesam, öffne dich und dann geht das Ding auf und dann kommt hier was rein. Dann hast du 2 Stecker. Das ist auch eine kleine Besonderheit bei Kia. Rechts Chademo. Was ist das? Chademo. Ich kenne nur Chardonnay. Chademo ist eine elektrische Schnittstelle. Damit lassen sich E-Autos schneller aufladen. Jetzt habe ich eine ganz entscheidende Frage. Ne? Ja. Wie lange muss ich das Ding, sag ich mal, bei mir in den Haushalt drücken? Durch den Schuko gehen ja rund 2 kW durch. Mhm. Also durch eine klassische Steckdose, die man zu Hause hat, gehen rund 2,2 kW durch. Wenn man 22 kW Akku zum Beispiel haben, dann ist das eigentlich eine ganz einfache Rechnung, wie lange es dauert. Um die 10 Stunden, ganz vorsichtig gesagt, weil man zum Ende hinaus dauert die Ladung ein bisschen länger wie am Anfang. Was man hier sofort merkt, ne? Jetzt packe ich hier mal mein Füßchen rein und habe gar nicht so eine hohe Einstiegskante. Platzmäßig
komme ich hier sauber klar. Kann ich die Sitzbank auch noch umlegen? Selbstverständlich. Das geht, also hinten habe ich auch noch Platz. So ist es. Also sag ich mal so, ich will meine Gartenabfälle wegbringen und so was. Dann kann ich hinten, sag ich mal, ein bisschen Gestrüpp reinschmeißen. Genau. Und wie sieht's aus mit der Anhängerkupplung? Kriege ich überhaupt eine Anhängerkupplung für so ein Auto? Geht das überhaupt? Aktuell noch nicht möglich bei dem. Bei anderen Modellen wiederum ist es möglich. Also Elektroauto und Anhängerkupplung schließt sich nicht aus. Ja gut, ich sag mal so, 2-3 Kisten Bier kriegst du rein. Und ansonsten, wenn du keinen Hängerbetrieb hast, dann musst du halt zweimal fahren, ne? Im direkten Vergleich zum Verbrennermodell ist der Elektro-Soul im Unterhalt monatlich rund 110 Euro günstiger. Dafür kostet die Elektro-Variante aber rund 5.000 Euro mehr als ein regulärer Kia Soul mit gleicher Laufleistung, gleichem Alter und ähnlicher Ausstattung. Ich höre ja nichts. Okay, die Reifen. Ich sag dir mal was dazu. Wir haben Kunden, die, wenn sie Elektroauto fahren, sogar das Radio ausmachen, so wie wir jetzt auch. Da hat ein Verkäufer von mir gefragt, warum machen Sie das, Mensch? Nachrichten, Mucke und so weiter. Weil ich sonst nirgendwo so viel Ruhe habe wie in einem Elektroauto. Laut Hersteller ist aber nach 212 Kilometern Schluss mit der Ruhe. Und jetzt habe ich mich vertan, ich bin voll in Gedanken, ich habe Termine, ich habe tausend Sachen auf dem Zettel und sehe das nicht. Und nochmal bleibe ich liegen, wer hilft mir dann? Die Assistance. Ja, wie des jeweiligen Herstellers. Schlepp dich kostenlos ab zur nächsten Ladesäule. Krieg ich einen anderen Wagen oder was? Müsstest dann ein bisschen warten, bis er vollgeladen ist. Es geht, es geht ja relativ schnell am Stadion. Und dann ist mein Termin im Eimer, dann kriege ich die gelb-rote Karte. 20 Minuten habe ich die Hütte noch nicht geladen. Aber die voll. Aber so viel, dass du wieder weiterfahren kannst. Mit 80%. Vorausgesetzt, der Stopp war an einer Chademo-Ladestation. Was kostet neu? Etwas mehr wie 30. Und du willst 20 haben? 21,99. Und das Ding ist jetzt wie alt? Zwei? Drei? Eineinhalb. Anderthalb Jahre, okay. Also in sag ich mal, in 2 Jahren verpuste ich mal eben 10.000. Das ist eigentlich noch ein verhältnismäßig normal wie beim Verbrenner auch. Da kann ich meckern. Tendenziell sogar weniger. Kannst du sagen, sag mal, die Kiste ist 3 Jahre alt, kostet noch die Hälfte. Das ist so eine Faustformel. Hängt natürlich auch noch mit der Ausstattung ab. Richtig, ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen muss ich jetzt hier nicht anfangen zu klagen. Er fährt sauber. Der nächste Kandidat kommt aus dem Premium-Segment, ein BMW i3. Und der steht bei einem Fähnchenhändler auf dem Hof. München, Autohandel oder Elektrofachbetrieb, wo sind hier die Ströme? Bei diesem Elektroflitzer aus Bayern. Neu bekommt man den i3 ab 34.950 Euro inklusive eigenem Akku. Seit 2013 ist er auf dem Markt und wurde bereits über 100.000 Mal verkauft. 170 PS bringt er mit und ein extravagantes Design. Hi, grüß dich. Du bist mein Mann. Ja, ich bin dein Mann. Miran, mein Name. Ich bin der Diet. Grüß dich, hi. i3? Ja. Wo ist er? Da steht er. Da gehen wir mal ran. Ja. Problemzonen beim i3. Hast du was auf dem Schirm? Da gibt es ja keinen richtigen Motor, das ist ein Elektromotor. Ja. Der hat 8 Jahre Garantie bei. Ach so, wenn BMW. Ich jetzt Probleme habe, dann rufe ich BMW an und sage, pass auf, hier, da hoppert nicht hin, machen wir fertig. Genau, 8 Jahre lang auf 70% der Laufleistung des Akkus hast du Garantie. Also 2 Jahre ist er alt, 6 Jahre habe ich noch Guthaben. Genau. Das ist eine gute Sache, ne? Ja. Sonst irgendwas, ich sag mal Karosserie, ne? CFK-Karosse. Ist ja total hohl, oder? Ja. Also haben wir gar kein Blech? Nee, da ist alles Plaste. Dach auch? Das kann doch nicht sein. Komplett. CFK, ja. Naja, eins nach dem anderen. Was mit der Bremse? Die Bremsen sind ja ein bisschen runter. Da hast du recht. Ja, und was mit TÜV hast du gerade gemacht? Hat er irgendwie TÜV habe ich gemacht, aber das ist jetzt ein bisschen Flugrost. Okay. Weil das Auto ein bisschen länger gestanden hat. Du mach doch mal eben hinten auf. Wo ist hier der Griff? Der Griff ist hier innen drin. Das ist nicht so wie bei den konventionellen Fahrzeugen. Weißt du was, das sieht ja aus, als ob ich hier eine Schrankwand öffne. Da kann ich gleich meinen Frack aufhängen. Du. Gut, Beinfreiheit. Oh, na Moment mal, mach den mal eben nach vorne. Ja, der ist sehr weit hinten, das gebe ich zu. So, also, das hier ist ein Viersitzer, sehe ich das richtig? Ja. Weil wenn du als Fünfsitzer fahren willst, dann hast du hier die Getränkedose, sag ich mal, so mittig reingedrückt. Das wollen wir ja auch nicht. Aber wir haben hier Kopffreiheit, wir haben Platz. Hinten kann ich auch noch was reinschmeißen. Die Sitzbank kann ich umlegen. Ja, natürlich. Mach das mal eben. Elegant ist der ja schon, ne? Finde ich ja ganz geil. Da ist der ganze Batteriezeug drin. Ja. Und musst du hier ziehen? Ah ja, verstehe. Okay. Also du meinst, ich kann auch meinen Umzug mitfahren. Ja, das ist ja eben. Das ist, ja, das ist sehr eben. Miran, mach doch mal die Haube auf. Wirst du aber nicht sehen. Ja, mach. Ach so geht das. Aha. Sehr schön. Alles per Knopfdruck. Ich lerne richtig was dazu. Ja, hier ist ein Drücker. Ja, da ist ein Drücker. Und was ist das hier? Fürs Beauty Case? Für die Reifen.
kann ich hier gar nichts sehen in Sachen Elektromotor. Selbst wenig, weil das ist ja alles unter der Karosse. Genau wie die Akkus. Die sind hier längs verbaut für eine optimale Gewichtsverteilung. Hoher Einstieg ist klar, ne? Irgendwo müssen die Zellen ja sein. Aber ansonsten würde ich gerne mal eine Runde fahren. Würde ich sagen, machen wir das. Ja, hast du den Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Reinlegen, draufdrücken, abfahren. Theoretische Reichweite des i3 laut Hersteller 190 Kilometer. Danach muss er an eine Schnellladestation um 30 Minuten laden. So, dann wollen wir die 125 kW mal belasten, sprich 170 PS. Oh, der kommt aber sofort. Zack, bis auf 50. Wir sind in der Stadt. Aufpassen, aufpassen. Die Höchstgeschwindigkeit des i3 liegt bei 150 km/h. Das reicht zum Linksüberholen. Manchmal. Ja, fühle ich mich hier aufgehoben im i3? Fühle ich mich hier sicher? Komme ich hier gut mit dem Komfort? Klar. Ja gut, ein paar Features haben wir. Multifunktionslenkrad, Navi ist sowieso klar. Alles hier auf LED. Ist das okay? Also Display funktioniert, da haben wir noch keine Aussetzer. Der BMW i3 ist momentan das wertigste Elektroauto in der Kompaktklasse. Das macht sich auch am Preis bemerkbar. Ja, Abenteuer sieht anders aus, ne? Aber was hast du denn preislich auf dem Schild? Das Fahrzeug kostet 24.000. Na, wieso denn? Weil Neupreis 45.000 war. Gut, preislich haut er natürlich einen raus. Hat 50.000 runter, kostet über 20.000 Euro. Ja gut, man hat 8 Jahre Garantie auf Akkus. Wenn du mal Probleme hast, kannst du bei BMW anrufen. Ob die dann kommen, steht auf dem anderen Blatt, ne? Aber, ja, es gibt die eigentlich auch günstiger. Im Netz findet man empfehlenswerte BMW i3 gebraucht schon ab 21.000 Euro. Weniger anspruchsvoll, aber günstiger fährt es sich mit dem Zoe oder dem Kia. Hauptsache elektrisch.